Hallo Leute, euer Finanzgoblin hier. Ja, heute möchte ich mit euch einmal darüber sprechen, was eigentlich DeFi ist. Und um das Ganze beantworten zu können, müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen und kurz darüber sprechen, was eigentlich Bitcoin ist. Und naja, wenn ihr von DeFi gehört habt, habt ihr auch sicherlich schon mal von Bitcoin gehört. Und worum handelt es sich bei Bitcoin? Bei Bitcoin handelt es sich um die erste Kryptowährung. Und das Besondere daran ist, an Kryptowährungen generell ist, dass man in der Lage ist, sein Geld, seine Bitcoin zu versenden, aufzubewahren mittels seines sogenannten Private Keys, also seines Passwortes, kann man so sagen. Und ja, und kein anderer, kein Dritter ist in der Lage, irgendwie was dagegen zu tun und ja, irgendwie den Besitz zu beeinflussen. Das heißt, man hat halt ein Vertrauen in ein System, welches halt nur dadurch kompromittiert werden kann, wenn man sein eigenes Passwort verliert. Das gibt einerseits die ultimative Autonomie, aber dementsprechend hat man dann halt auch die ultimative Verantwortlichkeit für alles, was man macht. Und das ist halt ein Konzept, das hat es vorher noch nie so gegeben, diese Art von Distributed Ledger, wo Blockchain einfach nur eine Teilmenge von ist. Und das war quasi so der erste Game Changer, quasi die Mutter oder der Vater von dem gesamten DeFi-Space. Und aber der DeFi-Space hat eigentlich auch erst damit angefangen, dass es möglich wurde, Ethereum zu verwenden. Und das liegt halt daran, dass Ethereum eine Turing-vollständige Plattform ist und eine Kryptowährung ist. Das heißt, Ethereum hat halt auch die gleichen Eigenschaften wie Bitcoin, Censorship Resistance und Permissionlessness, also dass man keinen Dritten um Erlaubnis fragen muss, um irgendwie etwas zu machen. Und genau, und aber bei Ethereum handelt es sich halt um noch eine weitere Stufe. Bei Ethereum ist halt die Turing-Vollständigkeit hinzugekommen, was halt essentiell heißt, dass Ethereum der erste dezentrale Computer ist. So. Und dadurch, dass es ein Computer ist, hat man halt auch ganz viele andere Möglichkeiten, das zu machen, während Bitcoin so die ultimative Kryptowährung oder sagen wir mal die erste oder vielleicht auch die einzige ultimative Kryptowährung ist, die als Basislayer Computing Power und Energie verwendet, handelt es sich bei Ethereum um was komplett anderes. Da handelt es sich einfach um ein Netzwerk, um einen Computer, den man halt verwenden kann. Und die Begriffe werden, also beide, sagen wir mal, Kryptowährungen heißen Kryptowährungen, aber es sind fundamental komplett unterschiedliche Technologien. Und also ein dezentraler Computer ist halt was komplett anderes als einfach eine Blockchain, in der Transaktionen festgehalten werden. Aber genau. Und das Mächtige an Ethereum ist einfach, dass ja, die gleichen Konzepte, die halt auch bei Bitcoin gelten, darauf angewendet werden. Also zum Beispiel, du kannst irgendwie ein Computerprogramm schreiben, es hochladen und jeder kann es verwenden und niemand kann verhindern, dass dieses Computerprogramm verwendet wird. Was halt aus meiner Sicht dann auch irgendwie zeigt, wie doof es ist oder wie verrückt es ist, von einer Regulation von sowas zu sprechen. Weil welche nicht komplett global ist. Also wenn alle gleichzeitig, also jedes Land gleichzeitig entscheiden würde, dass man das verbietet und dass man das reguliert und irgendwie zerstören möchte, dann würde es wahrscheinlich klappen. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendein Staat oder Staatenbund, wie zum Beispiel die EU, sagt, ja, hier, aber diese Computerprogramme dürfen da nicht hochgeladen werden oder sowas, naja, wie willst du denn halt irgendwie einen Developer in Südafrika oder in Südamerika oder in Ostasien oder wie willst du den denn davon aufhalten? So, das ist halt das Internet. So, das geht halt nur, wenn man wirklich in die Richtung einer Diktatur geht. Also so ein China-Modell oder sowas.
Dann hat man da vielleicht Möglichkeiten, das Ganze halt versuchen zu unterdrücken. Und selbst dann ist halt das Internet eigentlich stark genug, um ja, um sich dagegen zu wehren. Aber das soll auch keine politische Vortrag sein, sondern ich möchte erklären, wie DeFi läuft. So, machen wir weiter. DeFi, was ist das Neue? Was ist der Hot Shit? DeFi ist im Endeffekt das erfüllt oder soll die gleichen Funktionen erfüllen wie im traditionellen Finanzwesen, was sehr häufig bei Leuten im Kryptospace als TradFi bezeichnet wird. Und ja, und geboren ist es, wie gesagt, auf Ethereum. Dann, um einmal zu erklären, was sind denn zum Beispiel das traditionelle Finanzsystem? Also Banken, Versicherer, Investmentfonds als Intermediäre, die halt über DeFi wegrationalisiert werden können. Und natürlich auch die Finanzmärkte sowie die technische Infrastruktur. Technische Infrastruktur heißt dann halt in diesem Beispiel sowas wie Clearinghäuser oder auch wie bei der Kreditkartenindustrie, die jeweiligen Zahlungsnetzwerke, also quasi alles das, was halt irgendwie, was man halt als User nicht sieht. Oder auch zum Beispiel so POS-Terminals und sowas. Also das ist alles technische Infrastruktur und DeFi versucht, diesen Bereich zu disruptieren. Und hier habe ich einmal grob die Funktionen des traditionellen Finanzwesens niedergeschrieben: Transfer of Value, Store of Value. Also Transfer of Value, Geld kann man halt versenden, wenn man einen Euroschein, genau, einen 5-Euro-Schein oder so irgendwo hinlegt, den einen anderen gibt und einen Gut damit kauft, dann hat man Geld versendet, einen Transfer of Value gemacht und dafür eine Gegenleistung bekommen. Und das ist halt die Eigenschaft, die Geld auf jeden Fall erfüllt, also Fiat-Geld. Das ist vielleicht auch noch eine Sache. Leute im DeFi-Space reden von Fiat-Geld, wenn man von Euros, Dollars und sowas alles spricht. Und das andere ist halt einfach Geld für viele Leute im Crypto-Space. Und zweite Funktion ist Store of Value, Geld sparen. Das ist halt auch schon so der erste Kritikpunkt, der kommt dann bei vielen Leuten. Aber Geld hat doch gar keine Sparfunktion. Und das stimmt halt auch irgendwo, wenn man sich anschaut, okay, wie viel hat der Dollar an Kaufkraft über die letzten 100 Jahre verloren? Das sind 99,9% oder 99% oder sowas. Und wenn man sich andere Fiat-Währungen anschaut, dann haben die noch schlechter performt und verlieren irgendwie in einem Zeitraum von 100 Jahren 99,9%. Und das ist halt etwas, wo ich auch vehement gegen argumentieren würde, dass Geld überhaupt diese Funktion halt erfüllt. Ja, und dann halt natürlich irgendwie so ganz normale Sachen, Investitionen, Kreditvergabe, Banking, Versicherungen, so. Und das passiert halt alles im traditionellen Finanzwesen, im klassischen Finanzwesen. Und dann einmal zur Frage, welche Funktionen erfüllt denn DeFi? Naja, im Endeffekt genau die gleichen, aber ohne Intermediäre. Und so, genau. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen einfach noch ein bisschen weiteren Content hochladen, um dann irgendwie zu erklären, was es hier alles für unterschiedliche DeFi-Applikationen gibt und wie die analogen traditionellen Applikationen im normalen Finanzwesen aussehen. Also wenn man sowas hat wie Kreditvergabe, dann kann man sich, also das müsst ihr euch halt auch so bewusst machen. Also als Anekdote von mir, ich bin nach Malta ausgewandert und als ich umziehen wollte, hatte ich halt keine liquiden Mittel. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Kryptowährung als Sicherheit bei Aave, das ist quasi eine Bank, also die haben auch tatsächlich inzwischen eine Banklizenz, als Sicherheit hinterlegt. Dagegen habe ich mir Geld geliehen,
Mit diesem Geld konnte ich dann halt umziehen und habe den Kredit dann auch recht schnell abbezahlt. Und ja, und das ist halt irgendwie schon so das Krasse. Und das gibt es halt schon in allen Sachen. Man kann sich Versicherungen da holen, um sich irgendwie gegen irgendwelche Losses abzusichern. Und das sind halt wirklich nur so die Basic-Sachen, weil dadurch, dass du programmierbares Geld hast, kannst du halt irgendwie ja ganz wilde Sachen irgendwie machen, wie Streaming-Payments oder sowas. Also zum Beispiel stellt euch vor, ihr habt euer Amazon Netflix-Abo oder sowas und ihr wollt aber eigentlich nicht so viel im Monat zahlen, sondern ihr wollt irgendwie sekundengenau zahlen. Dann kann man halt irgendwie darüber programmieren, dass der Cashflow dann nur während der Zeit läuft, dass man während man guckt und sowas alles. Und das gibt dann halt noch ein immenses Potenzial, ja, den ganzen Space halt aufzubauen. Das ist also wirklich mega, mega viel. Und wenn ihr mehr davon lernen wollt, schaut euch auch die anderen Videos an. Da mache ich ein bisschen ja, Applied Content. Und ja, aber jetzt demnächst geht es erstmal weiter mit der eher vorlesungsorientierten Reihe. Dementsprechend, bis dann.